Alles unter einem Hut, Hüt, Helm und Hube. Wer trägt was und warum? Wir ziehen eine Kappe oder einen Hut an, weil sie einerseits Schutz vor Wind, Kälte oder Hitze bietet und Regen oder Dreck abhalten. Dabei sind wir heute völlig frei und wählen Farbe, Material und Form nach unserem Geschmack aus. Früher sind Hüte, Hauben und Helm neben der Schutzfunktion aber auch Ausdruck von sozialer und religiöser Zugehörigkeit oder einer politischen Haltung gewesen. Im kirchlichen oder militärischen Bereich lässt die Kopfbedeckung Rückschluss auf den Rang des Trägers zu. Auch heute noch werden bestimmte Hüte gewissen Berufen zugeordnet. Zum Beispiel der Zylinder dem Chemiefeger, die Dock dem Koch, Matrosenmütze, das Melcherkäppli und so weiter. Der Hut ist auch ein politisches Symbol und vermutlich schon sehr früh auch ein Statussymbol. Ein Hut aus Bärenpelz und Küngelifell sagt viel über die Fähigkeit des Trägers als Jäger aus. Im Römischen Reich durften nur freie Männer Hüte tragen. Ist ein Sklave freigelassen worden, hat er einen Hut bekommen. Ganz lange waren die Hüte Männer vorbehalten. Die Kopfbedeckung der verheirateten bürgerlichen Frauen ist vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert von Tüchern und Hauben bestimmt. Wo dann die Hüte für Frauen aufgekommen sind, sind die Rohlinge nach wie vor von Männern hergestellt und von Modistinnen geschmückt worden. Hauben sind heute nur noch im Trachtenumfeld oder bei Babys zu finden. Trotzdem verstehen immer noch ganz viele Menschen den Begriff unter die Haube kommen. Während in Usters Kaffee Hut noch als ehemaliges Hutgeschäft erinnert, gibt es in Wetzikon nur noch wenige Spuren. Etwa wie die Hutschachteln und die Hüte vom Hutgeschäft Weideli oder Kreationen von der Modistin Manuela Rami Schmieder. Obwohl man heute nicht mehr so viel Hüte trägt, gibt es eine riesige Auswahl an Formen, Farben und Materialien für jeden Geschmack. Baseballcaps, Sonnenhüte, Skikappen, Schirmmützen, Bandanas, Beine oder Kapuzen vom Hoodie beweisen individuellen Stil. Aufgestickte Motive oder Markenlogos liefern Hinweise auf die Vorliebe vom Träger oder der Trägerin. Haben auch Sie einen Lieblingshut oder eine Lieblingskappe? Laden Sie die Postcard-App oben runter, machen Sie ein Foto und schicken Sie es am Museum Wetzikon, Farbstrasse 1, 8620 Wetzikon. Wir freuen uns. Jetzt lupft's mir dann den Hut.